Wichtig ist für mich, ich hätte mein Kind nie, nie nach Halle gegeben. Nie, nie nach Halle. SCM-Trainer, der auch zwei Mädchen hat. Und ich glaube nicht, dass Bennett jemals seine Kinder nach Halle zur Sportschule schicken würde. Also tut mir leid. Also. So die Mutter von Anja Althaus, einer ehemaligen aus Magdeburg stammenden Handballspielerin. Sehr emotional, so lässt sich der Abend in der Sporthalle an der BBS Eike von Repgo wohl am besten zusammenfassen. Denn dafür, dass an diesem Abend in der Halle des HSV Magdeburg gar kein Handballspiel geplant war, gab es ein ziemliches Gedränge. Aufgewühlte Eltern sowie deren Töchter waren vor Ort, passend gekleidet in deren Sporttrikots vom HSV Magdeburg. HSV steht in diesem Fall nicht für den Hamburger Sportverein, sondern für den Handballsportverein aus der Landeshauptstadt. Deren Vorstandsmitglied Michael Jahns lud gemeinsam mit seinem Vater Harry unter der Überschrift »Wo bleibt die Gleichberechtigung?« ab Schuljahr 23/24 gibt es an Magdeburger Sportschulen keine Mädchen mehr zur Pressekonferenz in die Sporthalle. Eine Formulierung, die in der am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung für großen Aufruhr in verschiedenen Stadt- sowie Landesparteien und bei Gleichstellungsbeauftragten sorgte. Zu Recht? Also möchte ich gar klar widersprechen, das hat nichts, aber auch gar nichts mit Gleichberechtigung zu tun, was hier als Überschrift gewählt wurde. Deswegen hab ich so entschieden dagegen geantwortet, weil hier geht es nach einem Leistungsprinzip. Doch was ist das Problem? Die Problematik ist ganz einfach, dass ab dem kommenden Schuljahr dieser leistungsorientierte Handball an den Magdeburger Sportschulen nicht mehr geben wird für den Mädchenbereich. Und Sie denn im Prinzip, wenn Sie den leistungsorientierten Handball, das heißt Zusatzsport vormittags im handballspezifischen Bereich in Halle absolvieren müssten. Und plötzlich war vom Thema der Gleichberechtigung schon gar keine Rede mehr. Denn es ist im Kern ein Problem der Ressourcen. Zwei Sportschulen mit Gruppen für Frauenhandball lohnen sich nicht. Deshalb soll das Leistungszentrum nun in Halle zusammengeführt werden. Eine Entscheidung, die der Handballverband Sachsen-Anhalt, kurz HVSA, getroffen hatte und Anfang des Jahres auch bereits den HSV darüber informierte. Es ist ein relativ langer Prozess gewesen. Die Vorgabe seitens der Politik, seitens der Sportpolitik, dass der Handballverband getrennt in männlich und weiblich bewertet wird und die Forderung einer Konzentration an einem Standort, die besteht seit etwa 15 Jahren. Und die Förderpolitik war ein Stück weit dann auch so ausgerichtet, dass man mehr nach Medaillen finanziert wurde als Landesverband. Und kurzum, je erfolgreicher die internationalen Starter waren, umso mehr Geld konnte man auch für den Nachwuchs ausgeben. Als Beispiel, um das Thema der mangelnden Gleichberechtigung noch einmal zu widerlegen. Das Leistungszentrum für die Handballherren ist seit Jahren in Magdeburg verortet. Möchte also ein Hallenser Junge gerne gefördert werden, muss er zwangsläufig in das Internat und auf die Schule in Magdeburg gehen. Für Mädchen soll es künftig also genau umgekehrt laufen. Und hier regte sich der Widerstand der Eltern, die ihre Kinder nicht auf eine Schule in Halle schicken möchten. Argumente sind dabei meist Tradition, Kosten, die angebliche Feindschaft der beiden Städte und die spezielle Situation bei Mädchen, die offensichtlich verstärkte Aufsicht ihrer Eltern bedürfen. Ich habe ja schon viele Mädels auch hier trainiert, die auch in diesem pubertären Bereich kommen. Da wissen einige sicherlich mehr Bescheid als Elternteil, was ja oft zu Hause zukommt. Wir haben sie ja nur im Prinzip pro Tag maximal anderthalb Stunden. Aber dennoch die Kinder wegzuschicken oder ins Internat zu schicken, finde ich denn irgendwo schade, weil wir selber hier in Magdeburg als Sportstadt Magdeburg und Landeshauptstadt auch die Möglichkeit haben, das hier weiterzumachen. Wir sind die Landeshauptstadt, wurde gesagt. Wir bekommen die Intel-Ansiedlung, wurde gesagt. Diese Argumente stehen dem Fakt gegenüber, dass das Leistungszentrum aber in Halle beheimatet ist und das für den DHB in Leipzig sein Zuhause gefunden hat. Weitere Gründe, die für die Konzentration in Halle sprechen würden. Das ist exemplarisch hier, aber keine Besonderheit des Handballsports. Das haben wir in vielen anderen Sportarten. Wenn sich Verbände leistungssportlich auf den Weg machen, dann müssen übrigens diese Konzepte durch Gremien bestätigt werden. Und meines Wissens ist das auch bei Fachverbänden nicht anders als bei uns. Nicht ich beschließe das, ja, oder das Präsidium des LSB, das beschließen die Mitglieder. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch die Mitglieder des Handballverbandes haben dem zugestimmt mehrheitlich, ansonsten hätte es das Konzept nicht gegeben und da kann man anfangen. Es bleibt festzustellen, dass die Fronten verhärtet sind und Eltern, die wünschen, dass ihre Kinder professionell Handball spielen sollen, sich wohl mit diesem neuen Umstand arrangieren müssen. Zum einen haben wir den demografischen Wandel, wo wir sowieso als Bundesland viele junge Menschen verlieren, verglichen mit den 90er Jahren. Zum anderen haben wir als Landesverband einen Einbruch der Vereine.
die sich engagieren, um ca. 30% innerhalb der letzten 20 Jahre hinnehmen müssen. Dementsprechend schmal ist dann auch die Struktur, die Spielstruktur im weiblichen Bereich. Es gibt Mädels, die wollen Leistungssport machen, aber es gibt leider nicht genug Vereine, die den Leistungssport betreiben wollen, um eine Oberliga im Land zu etablieren. Ob diese Entscheidung noch einmal überarbeitet wird, ist eher unwahrscheinlich. Zumindest gibt es die Zusage des HVSA an alle Mädchen, die bereits an der Schule eingetragen sind, bis zum Abitur in Magdeburg bleiben zu können. Trainiert wird beim HSV, Fünft- und Sechstklässlerinnen sollen zukünftig auch noch in Magdeburg ihre Profikarriere beginnen können. Danach müssen sie aber den Weg nach Halle wählen.